Ich brauche noch etwas. Fußabdrücke, Größe 10. Verschlossen. Verschlossen. Watson, hier drüben. Mein Gott, dieser Mann ist tot, Holmes. Brillante Schlussfolgerung. Ich dachte, er sei vielleicht müde gewesen und hat sich zum Schlafen unter einen Kartoffelhaufen gelegt, der ihm dann den Schädel zertrümmerte. Watson, Sie sehen zwar alles, vermögen aber nicht zu beobachten. Für Tendler habe ich keine Zeit. Ach wirklich, Holmes, jetzt gehen Sie zu weit. Watson, sagen Sie Constable Fletcher, er soll rasch Lestrade verständigen. Jetzt würde ich mich gern hier umsehen. Wie Sie wünschen, Holmes. Ich brauche noch etwas. Größe 6. Ich erkenne diese Handschrift. Diese Handschrift ist identisch mit jener auf der Visitenkarte von Monsieur de la Musardière. Der Bahnhofsvorsteher versicherte mir, er habe eindeutig Mr. Fowler den letzten Zug nach London nehmen sehen. Aber wie Constable Fletcher bestätigen kann, ist der Tote im Keller ohne Frage Horace Fowler. Haben Sie die Aussage des Bahnhofsvorstehers notiert, Watson? Aber gewiss. Und seien Sie versichert, dass... Es weder der richtige Ort noch die richtige Zeit für Gespräche darüber ist. Rasch! Ich fürchte, wenn wir nicht sofort und in aller Eile handeln, wird dieser zweite Tote nicht der letzte gewesen sein. Gehen wir zurück in die Baker Street. Es scheint mir, dass wir alle Schlüsselelemente zusammengetragen haben, Watson. Bevor wir uns aber ausruhen, fassen wir unsere Ergebnisse doch einmal zusammen. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet und mit Beweisen oder Aussagen untermauert werden, die während der Untersuchung gesammelt wurden. Thank you.
Was für ein Kinderspiel, Watson. Wir haben alle Fragen beantwortet. Wir sollten die gestern gefundenen Beweise untersuchen. Ein Holzspielzeug, eine Substanz von Fawlets Waschtisch und die Handschuhe, die ich in Sherringford Hall fand. Ein sehr feiner weißer Stoff. Ich erkenne den Stil dieses Spielzeugs. Untersuchen wir das unter dem Mikroskop. Eine ölige Substanz. Überaus interessant. Ich konnte nicht länger auf Sie warten. Wir haben nur einen kurzen Moment, um Ihre Notizen zu besprechen, bevor wir den Inspektor in Sherringford Hall treffen. Der arme Lestrade muss eine schreckliche Nacht verbracht haben. Auf ein Wort, Holmes. Sogar Sie gaben zu, dass dieser Fall auf einzigartige Weise verblüffend und schwierig ist. Sie haben natürlich recht. Ich bin noch immer zu keiner angemessenen und eindeutigen Erklärung dieser Ereignisse gekommen. Sie sehen, Watson, unser Erfolg liegt gänzlich in unserer Fähigkeit, die gewaltige Menge an Tatsachen und Beweisen, die uns zur Verfügung stehen, unter die Lupe zu nehmen und zu erkennen, welche Objekte von wahrer Bedeutung sind. Wir können es uns nicht erlauben, von der oberflächlichen Logik erzwungener Hypothesen geblendet zu werden. Wir dürfen auch die Banalitäten nicht übersehen, denn durch ihre bloße Existenz können sie die festeste Theorie zunichte machen. Watson, bedenken Sie dies. Alle Personen, die direkt mit den Vorbereitungen für den Empfang zu tun hatten, kannten die exakte Position, die Sir Bromsby auf dem Podium einnehmen würde. Wir müssen weiterhin anmerken, dass sie dies mindestens schon eine Woche vorher wussten. Zahlreiche Experten haben auf die Tatsache hingewiesen, dass der tödliche Schuss von unnatürlicher Genauigkeit war. Wir haben auch erfahren, dass Horace Fawlett ein angesehener Experte für alle Arten mechanischer Geräte und Automaten war. Dann wird Fawlett keine zwei Tage später tot aufgefunden. Diese Tatsachen geben Anlass zu einer Reihe Erkundigungen. Ich halte Ihre Schlussfolgerungen für recht wahrscheinlich, Holmes. Aber wie können wir die Notizen auf der Gästeliste erklären? Jede mögliche Theorie über diese Ereignisse muss in allen Punkten, einschließlich der kleinsten Details, schlüssig sein. Watson, ich habe eine Idee bezüglich dessen, was Sie bei Ihrer Rückkehr zum Bahnhof von Flatham entdeckten. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas falsch verstanden habe. Sie erfuhren vom Bahnhofsvorsteher, dass einige Minuten vor der Ankunft des letzten Zuges nach London zwei Männer nacheinander den Bahnhof betraten. Zuerst erschien ein Mann in Arbeiterkluft, dessen Mütze tief in die Stirn gezogen und dessen rechte Hand bandagiert war. Er nahm Platz in der rechten Ecke des Bahnhofs, in der Nähe des Bahnsteigs. Einige Momente später kam Horace Fawlett und setzte sich auf eine Bank. Er sprach kurz mit dem Bahnhofsvorsteher und schien allem Anschein nach zu frieren. Außerdem haben Sie wahrscheinlich erfahren, dass der Bahnhofsvorsteher seine Arbeit in Flatham vor 4 Jahren aufnahm. Den Rest können Sie selbst erzählen. Wirklich, Holmes, Sie hatten betreffend der Informationen, die ich vom Bahnhofsvorsteher erhielt, recht. Als ich den Bahnhof betrat... Könnte ein Beweis sein. Guten Tag. Ich hätte gern Auskunft hinsichtlich des letzten planmäßigen Zuges nach Norden. Genauer gesagt, der Zug, der vor 2 Tagen die Strecke fuhr. Sie sind einer der beiden Männer aus London, die mit Fletcher zusammenarbeiten, nicht wahr? Warten Sie eine Sekunde. Vor 2 Tagen. Oder eher vor 2 Nächten. Das war die Nacht, als Mr. Fawlett hier war. Haben Sie ihn gesehen? So deutlich, wie ich Sie jetzt sehe. Aber er schien sich nicht wohl zu fühlen. Er war dick vermummt und seinen Mund öffnete er nur zum Husten.
Die Leute aus dem Dorf sagen, er sei ein Sonderling, der sich an Tand und Spielzeug erfreut. Sehen Sie ihn häufig? Nein, so gut kenne ich ihn nicht, da er nicht viel reist. Ich glaubte, es sei eine gute Gelegenheit, seine Bekanntschaft zu machen. Aber er war nicht fähig, mehr als ein paar Worte zu sprechen, ohne von einem Hustenanfall geschüttelt zu werden. Scheinbar reiste er nach Norden. Ich kann allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob er dort ankam. War sonst noch jemand auf dem Bahnsteig? Ja, da war noch ein Mann. Ich konnte sein Gesicht unter seiner Mütze sehen. Eine Sekunde lang glaubte ich, er hätte einen Revolver in seiner Tasche. Aber dann sah ich, dass es bloß seine Hand war. Sie war wohl wegen einer Wunde mit einem dicken Verband umhüllt. Wo genau hielt er sich auf? Er stand da drüben in der Ecke. Mr. Faule traf etwas später ein. Danach hörte ich ihn fast 5 Minuten nur husten. Als der Zug kam, stiegen beide in den gleichen Waggon ein. Und wo könnte ich diesen Waggon finden? Gleich hier natürlich. Sie benutzen immer die gleichen Waggons, wenn Sie die Nachtzüge zusammenstellen. Aha, er ist also hier. Wie äußerst günstig. Wenn es hilft, kann ich ihn 1 oder 2 Minuten lang anhalten, damit Sie sich drinnen umsehen können. Haben Sie vielen Dank. Dann sehe ich mir das einmal an. Bis später, Sir. Hier ist nichts von Interesse. Nichts. Noch eine weiße Feder. Reist hier jemand mit Hühnern? Eine Chiripaki-Zigarre. Die gleiche Sorte, die Holmes in Sherringford Hall fand. Jemand hat seine Mütze vergessen. Und ich glaube, die Haare daran sind rot. Ein rotes Haar. Das ist großartig, Watson. Ich wagte es gestern Abend, auf unserem Rückweg nach London nicht Ihre Gedanken zu stören. Ich hatte diese Mütze fast vergessen. Was können wir heute für Sie tun, Mr. Holmes? Komm näher, Wiggins. Ich möchte das. Und haltet die Augen offen. Es gibt einen zusätzlichen Penny für denjenigen, der ihn findet. Wiedersehen. Wir müssen jetzt gehen, Watson. Gehen wir zurück zu Sherringford Hall. Kutscher! Guten Tag.
Sie scheinen erfreut zu sein. Oh ja, weil ich sicher bin, dass Miss Bromsby und Lieutenant Harrington ein prächtiges Paar abgeben werden. Er sieht so gut aus und ist reich. Und woher wissen Sie das? Der Bruder des Freundes meiner Cousine ist gegenwärtig im Gasthaus Queen's Arm beschäftigt. Er sagte, dass der Lieutenant ihm ein sehr großzügiges Trinkgeld gab, als er ihm das Gepäck trug. Was Sie nicht sagen. Ja, und wenn Sie beschließen zu heiraten und hier einzuziehen, werden wir keine Angst um unsere Stellen haben. Und in Anbetracht Ihrer Jugend würde die Familie sicher wachsen. Ich war mal Kindermädchen, wissen Sie? Ich werde Sie nun verlassen. Grüßen Sie bitte Ihren Freund, den Doktor, von mir. Meine Verehrung, Madame. Wie es scheint, haben Sie gute Nachrichten erhalten. Es ist wunderbar, trotz solch tragischer Umstände eine Liebe aufblühen zu sehen. Sind Sie je Wyatt Collins begegnet? Dem Neffen des verstorbenen Sir Bromsby? Seit ich in Sherringford Hall angestellt bin, habe ich ihn wohl ein paar Mal gesehen. Wegen eines Streits mit seinem Onkel kam er irgendwann nicht mehr. Können Sie ihn beschreiben? Er war ein sehr großer und schlanker junger Mann mit hellrotem Haar. Und er war schlecht erzogen. Haben Sie Inspektor Lestrade gesehen? Er ist mit Miss Bromsby und Lieutenant Harrington in Sir Bromsbys Büro. Er wartet auf Sie. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Miss Lambert. Überhaupt keine Ursache. Verschlossen. Guten Tag, Mary. Guten Tag, Sir. Sagen Sie, Mary, erinnern Sie sich an Wyatt Collins? Ach, er ist ein schwarzes Schaf. Er hatte die schlechte Angewohnheit, nachts Wein aus dem Weinkeller zu stehlen. Dann war er so frech, es am nächsten Tag dem Personal in die Schuhe schieben zu wollen. Können Sie sich das vorstellen? Deshalb waren Sie nicht besonders gut, auf ihn zu sprechen. Er hat jeden schlecht gemacht. Ich erinnere mich an den Tag, als unser Master ihn aus dem Haus warf, weil der Nichtsnutz es gewagt hatte, Mr. Grimble zu verleumden. Ich komme noch auf Sie zurück, Mary. Wiedersehen. Nun, keine Minute zu früh. Ich habe Miss Bromsby gerade von Mr. Fowlett erzählt. Außerdem erzählte ich ihr von den Notizen, die andeuteten, dass Sir Bromsby sein Testament zugunsten von Mr. Grimble abändern wollte. Unseren Rechtsanwälten zufolge kompliziert diese neue Entwicklung die Erbfolge. Hoffentlich enthält Sir Bromsbys Safe ein offizielles Dokument, das Licht in die Angelegenheit bringt. Ich hoffe, dass Sie die Kombination gefunden haben, denn ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen und bin nicht in der Stimmung für Rätsel. Kennen Sie die Kombination? Ein bemerkenswertes Porträt des verstorbenen Sir Bromsby. Ideale Stelle für ein Versteck. Die Zahlenfolge, die ich in Fowletts Haus fand, sollte mir helfen, die Kombination herauszufinden. Es ist so einfach. Es könnte ein wertvoller Beweis sein. Was könnte dieser Schlüssel öffnen? Kontoauszüge. Daran habe ich kein Interesse.
Mich beschleicht das Gefühl, dass ich das alte Fairfax-Theater inspizieren sollte. Es scheint nun zum Grundstück der Bromsby Enterprises zu gehören. Und Grimbles Büro sollte in der Nähe sein. Daran habe ich kein Interesse. Nicht ein Fetzen Papier über das Erbe. Meine Vorgesetzten machen mir Druck und sagen, dass die Stadt vor einer Krise steht. Ich werde jetzt diesen Richards überprüfen. Wie sehen Ihre Pläne aus? Zunächst bräuchte ich diesen Schlüssel. Ich vermute, Sie hatten weder Zeit noch Gelegenheit, Mr. Grimble über den aktuellen Stand der Untersuchung zu informieren. Da Wochenende ist, könnten Sie ihn bitten, herzukommen? Wird gemacht. Miss Bromsby, ich bitte Sie um noch etwas Geduld. Ich gab Ihnen mein Wort, dass ich die Wahrheit aufdecken werde, und ich werde mein Wort halten. Gentlemen, Watson, wir müssen uns verabschieden. Aber was machen wir denn hier? Und warum baten Sie Lestrade, Herman Grimble nach Sherringford Hall zu rufen? Um sicherzustellen, dass Grimble uns hier nicht findet. Bei der Verfolgung der Gerechtigkeit, Watson, sind wir wieder einmal verpflichtet, das Gesetz zu biegen. Bitte? Aber warum? Wenn Scotland Yard überzeugt werden könnte, dass es nötig ist, die Büros von Bromsbys Zementwerken zu durchsuchen, kann vieles passieren. Genau, Holmes. Jetzt, Watson, müssen wir einen Weg in die Zementwerke finden. Und sehen Sie, das Schicksal scheint uns zu begünstigen. Guten Tag, Mr. Goblet. Das letzte Mal, als ich Sie sah, füllten Sie Fässer mit Motoröl. Da hol mich doch der Teufel. Mr. Holmes, das ist aber eine kleine Welt, was? Ihre Tage der Streifzüge durch den Hafen sind lange vergangen, oder? Gilt für mich auch. Erzählen Sie mir, was Sie hierher bringt. Sind Sie der Wachmann dieser Fabrik? Nicht offiziell. Das wäre die Arbeit des dicken Dubs. Aber ich springe an Wochenenden für ihn ein. Er kommt dann und wann vorbei. Wer ist offizieller Wachmann für die Nacht? Das wäre Marty mit seinen Hunden. Warum, Mr. Holmes? In Wahrheit interessiere ich mich für den Mord an Sir Bromsby. Meine Untersuchung überzeugt mich, dass ein entscheidender Beweis hier zu finden sein könnte. Sagen Sie nichts mehr. Hier ist der Schlüssel für das Büro. Wenn Sie reinkommen, ist es das Gebäude rechts. Die Gebäude in der Mitte sind die Umkleiden der Arbeiter. Ich glaube nicht, dass Sie dort wichtige Sachen finden. Weiter hinten steht noch das Lagerhaus für Rohmaterialien. Haben Sie auch einen Schlüssel zum Fairfax-Theater? Nein, leider nicht. Der einzige Schlüssel, von dem ich weiß, wurde Mr. Grimble überreicht, als das Gebäude gekauft wurde. Mr. Holmes, Sie müssen sich beeilen, denn Dubs war seit 2 Stunden nicht mehr hier. Deshalb erwarte ich ihn innerhalb der nächsten Viertelstunde oder so. Kein Grund, mir zu danken. Das ist verglichen mit dem, was Sie für mich taten, eine Kleinigkeit. Wir kommen zurück. Ich warte hier auf Sie. Jemand war schon vor uns hier. Jemand war schon vor uns hier.
Das ist das alte Fairfax-Theater. Verschlossen. Kommen Sie, Watson. Watson, bleiben Sie bei diesem Fenster und lassen Sie es mich sofort wissen, wenn Sie einen großen Mann über die Straße kommen sehen. Wie Sie wünschen, Holmes. Hier wurde bestimmt noch nie geputzt. Was für ein großartiges Modell. Dafür benötige ich etwas. Verschlossen. Fotografien mehrerer abgeschlossener Projekte der Bromsby Enterprises. Schauen wir uns das genauer an. Das ist der junge Grimble. Und eine gewisse Familienähnlichkeit ist zwischen diesen beiden Männern nicht zu verleugnen. Dieser Schlüssel erinnert mich an einen anderen, von Goblets Schlüsselbund. Was für ein veritables Museum. Ein altes Andenken aus Indien.
Ich werde diese Statue von Ganesh mal genauer untersuchen. Eine Statuette von Bromsby. Verschlossen. Verschlossen. Wenn ich den Schlüssel nehme, wird Grimble wissen, dass die Schublade geöffnet wurde. Ich kann diese Dokumente nicht behalten. Ist da vielleicht etwas unter dem Tiger? Beeilung, Holmes. Ich sehe jemanden kommen. Einen Moment. Ich muss dafür Sorge tragen, dass alles unberührt erscheint. Rasch, sichern wir uns eine Droschke. Ich muss mehrere Mitteilungen von großer Wichtigkeit verschicken. Setzen Sie sich doch bitte, Holmes. Auch wenn Sie nicht beabsichtigen zu essen, war Ihre beständige Unruhe den ganzen Abend über lästig. Außerdem ruiniert sie meine Verdauung. Ja, aber diese Aktivität erlaubt es mir, mich zu konzentrieren.
Ich nehme an, dass bei diesem Fall mein Gehirn Priorität über Ihren Magen haben sollte. Holmes. Still, Watson. Ich höre Schritte auf der Treppe. Aber der Tritt ist zu schwer, um zur Person zu gehören, die ich erwartete. Es scheint, das Militär ist rechtzeitig gekommen, unseren Streit zu schlichten. Ich hoffe, ich störe Sie nicht durch meinen unangemeldeten Besuch zu dieser späten Stunde. Humbug. Treten Sie bitte ein, Lieutenant. Wir freuen uns über die Ablenkung, die Ihre Anwesenheit bietet. Nun, offen gesagt, kam ich in der Hoffnung, etwas über Ihren Fortschritt in diesem Fall zu erfahren. Aber schildern Sie mir zuerst Ihr Interesse an diesem Fall. Oh, verstehe. Nun, Sie müssen wissen, dass... offen gesagt ist meine Position die folgende. Ich hatte lange Zeit keinen Fuß auf britischen Boden gesetzt. Bis jetzt. Vor einigen Tagen sah ich einen Engel. Es war Miss Lavinia und ich wagte es, mich zu verlieben. So ist es und ich schäme mich nicht, es auszusprechen. Mein guter Mann, ich verstehe den Sinn nicht. Einige Momente später stirbt ihr Vater und sie wird als Hauptverdächtige in dieser Angelegenheit betrachtet. Aber ich sage Ihnen, das ist unmöglich, weil ich meine Augen nicht von ihr abwenden konnte und wollte. Was ist also Ihr Anliegen? Scheinbar hat meine unbewachte und ergebene Aufmerksamkeit Miss Bromsby gegenüber keinen Zweifel über meine wahren Gefühle für sie gelassen. Inspektor Lestrade deutete an, dass das Gericht meine Aussage deshalb vielleicht als voreingenommen ansehen und sie nicht zulassen könnte. Schlimmer noch, ich könnte des Meineids beschuldigt werden. Das ist ja schrecklich. Wir werden alles daran setzen, das zu vermeiden. Watson! Was wollen Sie von mir? Deshalb kam ich her, Mr. Holmes. Wenn ich Sie verlassen muss, um Ihre Ehre und Ihr Leben zu retten, dann werde ich gehen. Selbst wenn es bedeutete, unser Glück zu vernichten. Aber Sie, Mr. Holmes, könnten Sie nicht intervenieren, sodass ich nicht vor die Wahl gestellt bin? Ich stünde auf ewig in Ihrer Schuld. Natürlich dürfen Sie die Hoffnung nicht verlieren, junger Mann. Habe ich recht, Holmes? Alles ist möglich, Watson. Ihre Hoffnung basiert auf einer Zusicherung, die ich nicht leichtfertig machen kann, verehrter Lieutenant. Aber ich kann Ihnen diesen Rat geben. Miss Bromsby zu verlassen, wird Ihrem Fall nicht zuträglich sein, selbst wenn Ihr Erscheinen auf der Anklagebank unausweichlich ist. Nun, Wiedersehen, Lieutenant. Ich werde Ihren Rat befolgen, Mr. Holmes. Warten Sie, ich bringe Sie zur Tür. Wir haben ihn, Mr. Holmes. Er ging gerade in Bromsbys Zementwerke. Was sagst du da, Wiggins? Es war zappenduster und Stapleton hat ihn gleich gesehen, stimmt's nicht? Hier ist euer Geld und wie versprochen der zusätzliche Penny. Gut gemacht, Burschen. Bravo, Stapleton. Manchmal, Holmes, weiß ich nicht, was mich davon abhält. Was reden Sie da, Watson? Sie wissen ganz genau, was ich meine. Dieser tapfere junge Soldat ist völlig verzweifelt und brach in eben diesem Raum in Tränen aus. Aber der große Sherlock Holmes konnte ihm ja keine helle Hoffnung oder Mitgefühl geben. Ganz im Gegenteil. Der große Holmes bestätigte ihn sogar, dass seine Geliebte sich wohl vor Gericht verantworten wird. Mein lieber Watson, wir haben keine Zeit, über meine Methoden zu streiten. Meine Helfer haben soeben den mysteriösen Fahrgast gefunden, der in der Nacht, als Fowlett ermordet wurde, den gleichen Zug nahm wie der vermeintliche Mr. Fowlett. Unser flüchtiger Fahrgast ist bis zu Bromsbys Zementwerken verfolgt worden. Wir haben keine Sekunde zu verlieren. Ich muss dorthin zurück. Sind Sie dabei? Zu Bromsbys Zementwerken? Aber gewiss. Mr. Goblet zufolge wird die Zementfabrik von Hunden bewacht. Wir müssen äußerst vorsichtig vorgehen. Thank you.
Diese Handschrift ist überaus stockend und zittrig. Kommen Sie, Watson. Warten Sie hier, Watson. Wenn jemand versucht, über die Mauer zu klettern, machen Sie so viel Lärm wie möglich, um die Aufmerksamkeit des Wachmanns auf sich zu ziehen. Seien Sie vorsichtig, Holmes. Ich muss zum Hauptbüro gelangen und den Schlüssel zum Fairfax-Theater finden, ohne vom Wachmann und seinen Hunden bemerkt zu werden. Ich muss jederzeit verborgen bleiben. Verschlossen. Perfekt, ich bin da. Ich glaube, dass ich den Schlüssel in diesem Büro finden werde. Ich muss alle meine Schritte wiederholen, um den Schlüssel zum Fairfax-Theater in Grimbles Schreibtisch zu bekommen.
Trimble muss hier gewesen sein. Jetzt sollte ich zum Fairfax-Theater gehen. Aber ich muss darauf achten, dass der Wachmann mich nicht sieht. Kommen Sie, Watson. Gehen wir hinein. Watson, behalten Sie das Tor im Auge und lassen Sie mich wissen, wenn eine Wache oder jemand anderes kommt. Wie Sie wünschen, Holmes. Auf mein Wort, ich sehe nicht die Hand vor Augen. Sie können gehen, Holmes. Ich sehe im Moment niemanden. Dieses Schloss scheint sehr alt zu sein. Ich denke, ich könnte es aufbrechen.
Ich brauche noch etwas. Ich brauche noch etwas. Feuchte Fußabdrücke. Gehen wir hinein. Ich muss die Lampe anzünden. Ich sehe nicht die Hand vor Augen. Ah, jetzt kann ich besser sehen. Spuren von Blut und Haaren. Aus dem Theater wurde ein Lagerhaus, nachdem Bromsby es gekauft hatte. Nur wenige Dinge erinnern noch an die alten Zeiten. Verschlossen. Verschlossen. Hier ist es recht unheimlich. Ich brauche noch etwas. Brandkalk. Ich muss Vorkehrungen treffen. Denn diese Substanz ist äußerst gefährlich. Höchstwahrscheinlich einige Überbleibsel aus den Theatertagen. Der Knoten ist zu fest. Ich benötige etwas, um ihn zu zerschneiden. Das ist Brandkalk. Ich muss mich mit einer Maske schützen.
sauberer Stoff. Den könnte ich als Maske benutzen. Kalk. Ich muss mich mit einer Maske schützen. Das ist Brandkalk. Ich muss mich mit einer Maske schützen. Mit dieser improvisierten Maske kann ich jetzt wenigstens den Raum mit dem Brandkalk betreten. Uns läuft die Zeit davon. Ich brauche etwas, um die Leiche herauszuziehen. Ich muss noch etwas anderes finden. Der auf einen Mann namens Johansen ausgestellt ist. Perfekt. Eine Flasche. Watson, hier drüben! Watson, halten Sie sich weißes Leinen vor Ihr Gesicht. Sie finden es in dem Raum dort drüben. Wenn Sie soweit sind, können Sie mir helfen. Wie Sie wünschen, Holmes. Armer Teufel. Ja, hier hatte sicher ein Teufel seine Hand im Spiel. Aber wohl in einer Weise, die sie nicht erwogen haben. Wir sollten diesen Ort jetzt so leise wie möglich verlassen. Ich hoffe, dass Lestrade meinen Anweisungen aufs Wort Folge leistet. Wenn wir unseren Vorteil in dieser Angelegenheit beibehalten wollen, darf niemand wissen, dass wir diese Leiche entdeckt haben. Thank you.
Es scheint mir, dass wir alle Schlüsselelemente zusammengetragen haben, Watson. Bevor wir uns aber ausruhen, fassen wir unsere Ergebnisse doch einmal zusammen. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet und mit Beweisen oder Aussagen untermauert werden, die während der Untersuchung gesammelt wurden. Ein Pass, der auf einen Mann namens Johansen ausgestellt ist. Perfekt. Was für ein Kinderspiel, Watson. Wir haben alle Fragen beantwortet. Guten Morgen, Holmes. In dieser langen Nacht fand ich nur wenig Ruhe. Ich kann den schrecklichen Gesichtsausdruck dieses armen Kerls nicht vergessen, den wir gestern Abend fanden. Und diese furchtbaren Männer, auf die wir durch reines Pech trafen, mag ich nicht einmal erwähnen. Pech, sagen Sie, Watson? Das denke ich nicht. Lestrade wird uns zu diesem Punkt etwas zu sagen haben, sobald er eintrifft. Unsere liebe Miss Hudson, sie muss mitten in der Nacht aufgestanden sein, um ein solches Festmahl zuzubereiten. Ich nehme an, Sie haben Ihre Notizen bei sich, Lestrade? Gut, hier sind meine. Sie scheinen ein wenig müde zu sein, mein lieber Lestrade. Sie sollten sich beruhigen. Oder, Watson? Ein wenig müde? Holmes, Sie können es in der Morgenausgabe der Times lesen. Dort wird nur von Krisen, Aufständen und sogar von Revolution geredet. Die Banken froren in einem Panikakt alle Vermögenswerte der Bromsby Enterprises ein. Jetzt ist Grimble nicht in der Lage, seine Arbeiter zu bezahlen. Sie gehen auf die Straße und zerstören alles, was sie sehen. Großer Gott. Meine Vorgesetzten informierten mich, dass Bromsbys größter Lieferanten drohen, in 3 Tagen alle Lieferungen einzustellen, wenn keine Lösung gefunden wird. Es scheint, dass die Zukunft dieser Stadt und noch einiges mehr von der Lösung dieses Falles abhängt und ich muss zugeben, ich bin hilflos. Meine Chefs setzen mir stündlich zu. Jeder Tag bringt eine neue Entdeckung, wie eine Leiche in der Nacht oder ein weiteres Rätsel, das diesen Fall noch undurchsichtiger macht. Und bei all dem sagen sie mir, ich solle mich beruhigen. Watson, wären Sie so nett, Inspektor Lestrade eine Tasse Tee einzuschenken? Sie sehen, Lestrade, die Dimensionen dieses Falles spiegeln nur die größeren Fehler unserer zerbrechlichen und komplizierten Gesellschaft wider. London kann als ein Spiel aus 4 Millionen Dominosteinen angesehen werden, die etwa so hintereinander aufgestellt wurden. Sollte irgendein Ereignis einen Dominostein zu Fall bringen, dann fällt sicher auch ein anderer Stein und so setzt es sich fort. Um diese Kettenreaktion anzuhalten, gibt es nur eine Alternative. Sie müssen einen Dominostein entfernen und die Reaktion wird aufhören. Ich stimme zu, dass das abrupte Schauspiel all dieser fallenden Dominosteine höchst irritierend ist. Dies verleitet einen dazu, die leichtsinnige Entscheidung zu treffen, den naheliegendsten Stein zu entfernen, um die Wogen dieser Ereignisse aufzuhalten.
Aber es ist essentiell, unsere Anstrengungen und Vernunft auf nur eine Frage zu fokussieren. Welchen Stein sollen wir entfernen? Oder besser, welcher Stein zwingt uns, aufgrund seiner kritischen Lage in der Kette, ihn entfernen zu müssen? Ich weiß, Holmes. Meine Vorgesetzten fordern einen Schuldigen und sie werden ihn spätestens übermorgen bekommen. Es ändert nichts daran, dass ich seine Schuld anzweifle. Wir entdeckten Dokumente, die Beweise enthielten, dass Grimble Gelder für ein Unternehmen in Indien veruntreute, an dem er beteiligt war. Sir Bromsby selbst hatte diese Entgleisung entdeckt, die Grimble ein ausgezeichnetes Motiv gab, ihm den Tod zu wünschen. Somit habe ich zwei Möglichkeiten für einen Schuldigen. Jedoch fehlt mir der unwiderlegbare Beweis, der den einen mehr belastet als den anderen. Meine Wahl wird nun einzig und allein von Vermutungen beherrscht und wird unmittelbare Folgen haben. Eines dieser Individuen wird Besitzrecht an Bromsby Enterprises erhalten, das andere wird das Seil des Henkers kennenlernen. Übrigens haben wir einen Ihrer Angreifer identifiziert, Holmes. Falls Sie mich brauchen, Sie treffen mich heute Abend in Sherringford Hall. Sie haben ihn zutiefst erschüttert, Holmes. Das war auch meine Absicht. In einem so komplizierten Fall hat die Polizei ihre Aufgaben zu verrichten. Ich ertrage es nicht, wenn sie beginnt, ihre Effizienz und Vernunft zu verlieren. Ich kleide mich jetzt an, während Sie Lestrades Ermittlungsergebnisse studieren. Ich sollte die Dokumente lesen, die Holmes mir gab. Der Teufel hol mich. Das Rätsel verdüstert sich. Diese Untersuchung liefert uns jeden Tag eine neue Leiche. Kommen Sie, Watson. Sie können das später lesen. Ich werde Ihnen auf dem Heimweg alles erklären. Anscheinend sind wir mitten in eine Demonstration der Arbeiter von Bromsby geraten.